Hallo zusammen, hier ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du auch heute wieder dabei. Heute habe ich das Video Zusammenziehen, was brauche ich überhaupt für Versicherung? Und hierzu habe ich eine Checkliste erstellt, die wir zusammen durchgehen. Die wird dann auch auf Instagram veröffentlicht, kannst du dir also runterladen, ausdrucken, kopieren, aufhängen, whatever. Aber benutze die Checkliste, damit deine Versicherungen mit deiner Partner, Partnerin entsprechend funktionieren und du nicht zu viel zahlst. Nütze sie also. Gut, fangen wir an. Die erste grundsätzliche Frage ist immer, wenn ihr zusammenzieht, checkt mal, was hat der Partner für Versicherungen, was hast du selber für Versicherungen, und dann empfehle ich euch dort vielleicht eine Beratungsperson hinzuzunehmen oder wenn ihr euch genug gut auskennt, selber das Ganze durchzuziehen. Der erste Check ist die Hausrat- und Haftpflichtversicherung. In der Regel hast du eine, dein Partner, Partnerin hat eine. Ganz einfach, ihr braucht dann nicht mehr zwei, sondern ihr könnt ihr zusammenlegen. Im Haftpflichtfall ist das eine Familiendeckung. Im Hausrat habt ihr nur noch einen Hausrat und nicht zwei Hausrat. Also entsprechend braucht ihr nur eine Hausratversicherung. Entsprechend auf die Deckungssumme anpassen. Also was bringst du an Hausrat? Was bringt dein Partner als Hausrat? Anpassen und dann habt ihr die Summe. Die Versicherung, die dann halt in die Röhre schaut, auf gut Deutsch gesagt, kontaktieren. Sie sind in der Regel sehr kulant und sagen, okay, das tun wir entsprechend aufheben. Ich gebe einen kleinen Tipp hier ab. Tut doch bitte den noch den gemeinsam unterschriebenen Mietvertrag mit zustellen. Dann sehen sie auch, okay, das ist wirklich so und sind entsprechend auch kulant. Gut, Thema Nummer 2, Rechtsschutzversicherung. Wenn ihr eine habt, dann relativ simpel von Einzelperson auf Familiendeckung erhöhen und dann ist auch die Partnerin oder Partner mitversichert und ihr braucht keine separate Versicherung mehr und könnt euch dort ein bisschen Geld sparen. Gut, Punkt Nummer 3, Autoversicherung. In der Regel hat jeder sein Auto, das ist in der Regel auch okay, dort müsst ihr nicht viel ändern. Wenn aber dann Partner oder Partnerin das Auto des anderen benutzt, würde ich das entsprechend in der Versicherung noch einschließen, dass zum Beispiel der häufigste Lenker auch Partnerin, Partner sein könnte und es zu keinen Komplikationen kommt, wenn mal etwas passieren würde. Das ist noch sehr wichtig. Dann Punkt Nummer 4 ist die Reiseversicherung für beide. Vielleicht habt ihr auch da schon wieder eine, dann entsprechend Familiendeckung. Wenn nicht, macht eine für gemeinsam. Wenn ihr zumal zusammen in die Ferien geht, Wochenendtrips macht oder was auch immer, schließt gemeinsam eine ab, kostet nicht die Welt. Und dann sind immer beide gedeckt. Wichtig dort anzuschauen, Annationskosten und Heilungskosten oder beides zusammen oder separat, je nachdem wie ihr schon versichert seid. Und dann Punkt 4 im Prinzip, Absicherung, Todes- und Invaliditätsfall. Etwas, was sehr viel vergessen geht. Ihr lebt zusammen, also sichert euch auch gegenseitig ab, falls der eine oder der andere sterben würde, invalid werden würde, dass dort entsprechend etwas abgesichert ist. Einerseits für den Partner oder auch für den, den es betrifft. Und natürlich dann in diesem Zusammenhang, je nach Status, den ihr habt, ob ihr nur zusammen lebt, verheiratet seid, getrennt seid, im Konkubinat lebt, schaut bitte das Thema Regelung für den Nachlass sowie Trennung und wenn es dann zum Erbe kommt, an, nehmt es auseinander und setzt dort am besten ein Schreiben auf. Es gibt sehr viele Vorlagen im Internet, da kann man sehr einfach etwas aufteilen. Meine kleine Empfehlung ist auch aus eigener Erfahrung, gemeinsamen Haushalt, wenn ihr dann euch mal trennt und auflöst, macht vielleicht von Anfang an auch schon ein bisschen eine Vereinbarung, wem gehört was, wer nimmt wieder was mit. Wenn ihr eine gemeinsame Haushaltskasse habt, 50-50 oder was auch immer. Aber regelt das schon am Anfang. Es macht es dann relativ einfach, wenn man sich allenfalls mal trennt, ein schriftliches Dokument kurz festhalten und dann ist diese Sache erledigt. Gut,
Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Bitte fleißig teilen, liken, feedbacken, weiterempfehlen. Würde mich sehr freuen. Du findest mich auf Facebook, Instagram oder per E-Mail oder auf der Website easyinsurance.ch. In diesem Sinne, sei easyinsurance.ch, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.